Hi Leute, heute wird es hässlich. Heute haben wir eine schöne Kombi. Die Oberschenkel sind schon relativ, gut durchblutet, fühlen sich ein bisschen fest an, denke ich mal, innerhalb der Woche jetzt. Deswegen ziehen wir jetzt mal richtig durch. Ihr macht Kniebeugen. Ihr wisst genau, Fersen auf den Boden. Ihr geht bis runter in die Hocke, Oberkörper schön aufrecht. Dann macht ihr so viele, bis ihr sagt, ich kann nicht mehr bei meiner Oberschenkel das Winken kriegen. Ja, also volles Ballett, immer feuerfrei. Dann geht ihr quasi direkt in eure wohlverdiente Pause und macht den Superman in Bauchlage. Ja, da legt ihr auf den Bauch, dann nehmt die Beine hoch, das bedeutet die Knie heben vom Boden ab, das reicht mehr nicht, und macht die Arme hier vorne lang. Und dann haltet das so 30 bis 60 Sekunden. Aber ein bisschen schön den Rücken mit drin. Das ist eure Pause. Dann kommt ihr hoch. Nächste Übung. Ausfallschritte nach hinten. Ihr wisst, wie sonst auch immer, schön weit nach hinten, dass ihr vielleicht eine kleine Dehnung mit drin habt und die Knie hier den Fußboden berühren. Da auch, bis ihr sagt, es brennt so dolle, oder es zittert so dolle, dass ich nicht mehr kann. Dann wieder direkt Superman-Stellung. Ja, 30 bis 60 Sekunden das Ding als Pause nutzen. Dann Ausfallschritte seitlich. Ihr guckt, je nach Zustand der Knie, Hüfte, übertreibt es nicht. Geht einfach in die Seite hier rein und hoch. Wieder rüber und hoch. Wieder rüber und hoch. Und hier genauso wie es sagt, Oberschenkel sind platt. Dann wieder runter, Superman, schön die Pause genießen. 30 bis 60 Sekunden. Und dann hoch, letzte Übung. Kniebeuge in die Parallele hier rein. Und jetzt Oberkörper so aufrecht wie möglich. Halten, 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 bis nichts mehr. Und ihr gebt noch mal alles, bis eure letzte Übung. Versucht mal so 1 bis 2 Minuten. Das war's, sportfrei. Bis gleich.